Willst du dich wirklich für die letzten 3 Tage deines Lebens nur von Nudeln ernähren? Wer bist du? Gönn dir mal was. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Denk nicht so viel. Was machst du? Du? Wie wär's mit Pizza? Pizza? Jeden Tag dieselbe Scheiße. Du. Ich kann das echt nicht mehr sehen. Du. Du? Ich. Blitzmerker. In meinem Kopf? Warum trägst du diese Mütze? Und warum bist du überhaupt. Irrelevant. Worauf hast du Lust? Der Supermarkt hat schon zu, aber du könntest Pizza bestellen. Thunfisch-Ananas-Pizza. Du liebst Du hast Thunfisch-Ananas-Pizza. mir gar nichts zu sagen. Wie du meinst? Ich muss nichts essen. Gut geschlafen? Ich hätte vor 4,5 Stunden bei der Arbeit sein müssen. Du musst erstmal gar nichts. Warum haben die mich eigentlich noch nicht angerufen? Technische Schwierigkeiten. Aber um zur Arbeit zu gehen, ist es jetzt eh zu spät. Und du solltest dringend was frühstücken. Wir sollten einkaufen gehen. Willst du nicht mal was Richtiges essen? Meinst du, die haben ja auch Dosenbier? Jack oder Captain? In 3 Tagen stirbst du eh, da können wir uns auch mal betrinken. Du selbst kannst deine Ersparnisse eh nicht mehr ausgeben. Und die paar Tage reichen auch nicht, um eine Leberzirrhose zu verrecken. Also von daher, wir nehmen einfach beide. Okay. Ich weiß, ich komme nicht oft her. Aber falls du wirklich für alles verantwortlich bist, wollte ich dich fragen, warum das alles passiert. Marc, mein Sohn,
Fürchte dich nicht. Dein irdisches Leben endet zwar bald, doch ich rate dir, nutze die Zeit, die dir verblieben ist. Denn die Antwort liegt ganz allein in dir. Kannst du mir nicht mal die letzten 2 Tage meines verfickten Lebens lassen? Musst du mir das auch noch ruinieren? Scheiße, ich kann einfach nicht mehr. Lass mich einfach in Ruhe. Du traust dich doch sowieso nicht, ihn anzusprechen. Du hast nur noch 2 Tage. Das schaffst du eh nicht. Du schaffst nie was. Du bist jämmerlich und bemitleidenswert. Das warst du auch schon immer. Deshalb hast du auch noch nie was geschafft. Und ich meine, guck ihn mal an. Er ist sowieso zu gut für dich. Du kannst. Du bist nur zu feige. Fang bloß nicht wieder so an, okay? Wenn du dich nicht zusammenreißt und einfach mal was durchziehst, dann... Hallo? Ja? Ich weiß. Ich konnte nicht zur Arbeit kommen, weil... Wissen Sie was? Ich kündige. Das war doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt musst du nur noch Ben anrufen. Okay.
ja. Schönen Samstag noch.